Nun startet die kleine digitale Kirchenführung im Turm der Stadtkirche in Feuerbach. Zu sehen ist das manuelle Uhrwerk, das die Turmuhren steuert und auch den Glockenschlag. Hier sieht man den Fangkorb der Gewichte, im Fall mal die Seile reißen. Diese Gewichte werden zweimal täglich elektrisch nach oben gezogen, um 6 Uhr und um 18 Uhr. Das Uhrwerk von der Rückseite. Hier in der Mitte sehen Sie die Steuerung der Zeiger, die sogenannte Zeigerwelle, die über Metallstäbe nach oben geht bis zu den Zeigern. Die Treppe nach oben. Im Zuge der Sanierung hat man die Treppengeländer erhöht und stabilisiert. Hier sieht man nun die Gewichte, die regelmäßig kontrolliert werden müssen, weil die Höhe stimmen muss, in denen sie zueinander stehen.
Die sind die Seilzüge der Gewichte. Und die Leitungen für den Glockenschlag. Hier über einfache Drähte und Verbindungen. Immer mal wieder der Blick nach Feuerbach aus schmalen Fenstern. Die oberste Etage unterhalb der Glockenstube. Und hier ist nun der Aufstieg in die Glockenstube. Dies ist eine Verbindung der Zeigerwelle mit einem Zahnrad. Und hier sind wir nun in der Glockenstube mit unseren vier Glocken. Die große Glocke, die Betglocke, die nächst kleinere. Die Kreuzglocke, die läutet täglich um 15 Uhr mit der Aufschrift: Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und zu guter Letzt als Glöcklein die Taufglocke, Glocke 4. Und gut zu sehen ist hier auch der Metallglockenstuhl nach der Sanierung, frisch gestrichen. Und hier der Umgang um die Glocken. Gut zu sehen ist hier auch die Veränderung der Schallläden. Nach der Sanierung. Das ist ein Schlaghammer für den Stundenschlag. Von Glocke 2. Dies ist der Hammer von Glocke 1. Dieser Hammer schlägt die volle Stunde. Glocke 4 schlägt jeweils die Viertelstunde zusammen mit Glocke 2. Die Antriebsräder für das Läuten, elektrisch gesteuert über eine Funkuhr aus dem Messnerraum. Hier sieht man noch die Zeigerwelle.
die von unten vom Uhrwerk weggeht. Hier geht sie hoch, wird dort jeweils umgeleitet und aus der Mitte in alle vier Richtungen zu den Uhren geleitet. Im Zuge der Turmsanierung haben wir Nistkästen in die Schallläden bekommen, jeweils in die Ost- und Westseite des Turmes. Bisher jedoch noch unbewohnt. Der Ausgang zum Balkon Richtung Feuerbach. Kirche St. Josef. Pfarrhaus. Und jetzt warten wir auf den Stundenschlag um 11. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.